der mich fehlt. Da habe ich mich nicht gleich schon runter. Ganz leicht. Psst, psst, Herr Wunderman, jetzt zwei höherklassige Vereine geschlagen. Gibt es Selbstbewusstsein für Stuttgart-Spiel? Ja, sicherlich gibt es Selbstbewusstsein für Stuttgart-Spiel, aber ich denke, Stuttgart ist nochmal ein anderes Kaliber als Magdeburg oder auch jetzt Jena. Sicherlich freut man sich darüber, dass man höherklassige Gegner schlagen kann und auch, dass man sieht, dass man mithalten kann. Aber ich denke, nächste Woche Sonntag wird nochmal ein anderes Spiel als die letzten Wochen jetzt haben. Wie ist also die Stimmung in der Mannschaft? Sind die Jungs heiß? Ja, sicherlich sind wir heiß. Wir freuen uns riesig auf das Spiel. Ich denke, wir werden eine super Kulisse hinter uns haben. Hat man schon im Pokalfinale gesehen, da waren immer 7000 Zuschauer. Jetzt denke ich mal, wird vielleicht nochmal doppelt willkommen. Also da wird jeder Einzelne richtig heiß sein. Wir freuen uns riesig auf das Spiel und hoffen, dass wir da auch nochmal richtig gute Spiele machen werden. Wie hält man da als Kapitän so ein bisschen die Jungs unten? Was sagt man da zu den Zuschauern? Ja, sicherlich kann man so eine Spiele, ist schwierig, sagen wir mal, einordnen, oder wir wissen, denke ich, wie wir es einordnen müssen, weil unser Hauptaugenmerk liegt auf die Saison, aber letztendlich haben wir letztes Jahr den Pokal geholt und wollen natürlich da hoch ein Ausrufezeichen setzen und mal gucken, was am Ende überhaupt kommt. Alles andere. Danke. Dankeschön. Viel Erfolg auf jeden Fall. Tschüss. So, der nächste.